Mette Marit von Norwegen, Brandanschlag aufs Schloss. Wer will ihnen Böses? Schock für Mette Marit von Norwegen und ihre Liebsten. Auf den Palast in Oslo wurde ein Brandanschlag verübt. Die Hintergründe zur Tat. Das hätte übel ausgehen können für Mette Marit von Norwegen, 50, und Ehemann Håkon, 50. Das Kronprinzenpaar und die Königsfamilie wurden Opfer eines Brandanschlags. Das berichtet der norwegische Nachrichtensender NRK. Demnach habe ein Mitte 50-jähriger Mann am Montag, 8. Juli, zwei selbstgebastelte Brandbomben auf den Palast in Oslo geworfen. Die Rückseite des Schlosses fing Feuer, verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Doch die Angst und der Schock über den hinterhältigen Angriff dürften nun erst einmal allgegenwärtig sein. Wo war Mette Marit von Norwegen während des Anschlags? Die Polizei war in der Nähe, und als der Mann die zweite Brandbombe warf, haben wir ihn sofort festgenommen, sagte Einsatzleiter Anders Rönning gegenüber dem TV-Sender NRK. Besonders gefährlich. Ein Reul soll sich währenddessen im Schloss aufgehalten haben. Dabei soll es sich aber nicht um Mette Marit von Norwegen oder Kronprinz Håkon gehandelt haben. Auch Königin Sonja, 87, und König Harald, 87, waren wohl zum Zeitpunkt des Anschlags in Sicherheit. Aktuell gehen norwegische Medien davon aus, dass es sich um Prinzessin Astrid, 92, die Schwester von König Harald, handelt. Klärungsbedarf: Die Polizei arbeitet auf Hochtouren. Doch Mette Marit von Norwegen, die als sehr sensibel gilt, dürften die aktuellen Geschehnisse sicher dennoch schlaflose Nächte bescheren. Auch wenn die Kronprinzessin mit ihrer Familie für gewöhnlich auf Gut Skaugum, rund 25 Kilometer von Oslo entfernt, residiert. Die Polizei arbeitet bereits auf Hochtouren, um mehr über den Anschlag in Erfahrung zu bringen. Denn der Mann, der weißrussischer Staatsbürger sein soll und derzeit wohl in den Niederlanden gesucht wird, hatte bei seiner Verhaftung wohl mehrere Flaschen mit Flüssigkeit bei sich. Diese werden nun vom Sprengstoffkommando der Polizei analysiert, berichtet NRK. Die Polizei arbeitet daran herauszufinden, warum der Mann in Norwegen ist und warum er die beiden Brandbomben auf den Königspalast geworfen hat, so Einsatzleiter Anders Rönning. Sicher nur ein schwacher Trost für Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen und ihre Liebsten.